das neue Umspannwerk wird das alte Umspannwerk sozusagen ablösen. Also das ist schon die bessere Alternative hier mit dem neuen Umspannwerk. Theoretisch auch von den Trafo-Boxen sind wir jetzt etwas größer, so dass wir die nächstgrößere Sorte Trafos hier auch für die Zukunft hinkriegen würden. Hier war die Vorbereitungszeit, die hat begonnen 2019, 2020. Gleich nachdem wir uns so entschieden haben, wie wir die Trafos einbringen, ging es ja dann sofort gleich los mit der Gründung der Stempel. Den großen Kran, das ist ja ein 500-Tonner-Kran, ein Eigengewicht mit einem Ballast von 255 Tonnen und dann kommen noch mal rund 55, 60 Tonnen Trafo dazu. Also haben wir rund 310 Tonnen jetzt Gewicht gehabt, was auf die Pratzen steht. Die Herausforderung war eigentlich, dass das alte Werk hier die Hälfte der Trafo-Box überdeckt und dadurch ein normales Trafo-Einbringen eigentlich so, wie wir es sonst technologisch machen, nicht möglich war. Und dann fiel mir eigentlich mit den Architekten nichts anderes ein, als wie wir machen es über Dach. Und das Dach konnte da aber nicht unendlich groß geöffnet werden, sondern das hat was mit der Statik zu tun. Da gab es Mindestöffnungsmöglichkeit und danach musste ich einen Trafo auswählen, der die Baumaße hat, so dass wir noch eine Handbreit in allen Richtungen haben zum Einfinden. Ganz große Vorteil jetzt auch bei den Neutrafos. Wir sind um die 6-7 dB unter den Alttrafos, die jetzt hier in den alten Umspannwerk drin sind. Also das ist ein bedeutender Fortschritt.